Hallihallo und willkommen auf der Carpe Diem. Oh, es ist richtig ungemütlich gerade. Ich bin gerade unterwegs hier Richtung Nordkap. Also einmal um diese nördlichsten Punkt des Festlands. Das Nordkap ist ja auf der Insel, das ist dann das nächste. Und es schifft und es ist kalt. Naja, anyway. So ist das eben hier oben. Das war eine ganz schöne Welle hier, zeige ich gleich mal. Es wird mal wieder Zeit seit langem für eine Videobotschaft nach Hause. Kappe, schön geradeaus fahren. Ja, klar, war jetzt natürlich längere Zeit nicht möglich, aus bekannten Gründen. So, und heute ist der Patrick Lehner dran. Ich habe extra noch mal schnell den Laptop angeschmissen und auf die Liste geguckt. Lieber Patrick, schönen Gruß in die Heimat. Ich gucke mal gerade unsere Position, damit du das vielleicht auch nachvollziehen kannst. Augenblickchen. So, wir befinden uns jetzt hier gerade 71 Grad, 5,8 Minuten Nord und 28 Grad, 35,5 Minuten Ost. Ich mache nochmal hier. Da fährt Carpe also gerade auf dieses nördlichste Stück norwegisches Festland zu. Danach fallen wir ab. Ich hatte es ja schon im Blog geschrieben, Patrick, dass wir, Carpe und ich, erstmal nach Honingwack gehen. Honingwack? Und dass ich vielleicht gar nicht ums Kap rumgehe. Weil ich kann euch das mal hier zeigen. Die Kamera wird es wahrscheinlich nicht richtig auflösen. Aber es ist schon eine ganz manierliche Welle. Ja, Patrick, nochmal vielen Dank für deine Unterstützung. Danke fürs Mitmachen beim Crowdfunding. Und ich schneide jetzt da. Nicht jetzt, aber wenn ich dann irgendwann da bin, noch ein paar Sachen für dich zusammen, nur für dich extra, ein paar bewegte Bilder hier von der Passage Richtung Nordkap. Ich hoffe, es gefällt dir. Spaß damit. Bis denn. Tschö. Und meinen, dass die mal ein bisschen weiter Platz machen, ey, das ist denen scheißegal. So, ich kann jetzt auch die Kamera nicht mehr sauber machen. Ich kann euch nur noch kurz zeigen. Hier ist also alles, ist hier inklusive mir pitsche, patsche, nass, durchgefroren. 15, 16 Stunden auf der Uhr. Das war mal ein knackiger Tag heute, ey.
Leck mich fett. Da habe ich dann jetzt hier einen Kratzer auf der Kamera. Leck mich fett, ey. Boah, und dann diese Rangiererei hier in einem engen Hafen bei 25 Knoten Wind und keine Ahnung, wie tief das irgendwo ist. Oh Mann, ey. Aber ich glaube, ich kann mich da morgen auf die andere Seite stellen. Da ist auch eine Steckdose. Dann ist das halt ein bisschen Latschereien-Ort, ist auch nicht schlimm. Dann bleib ich hier erstmal einen Tag oder zwei. Bevor es weitergeht, ey. Boah.